Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurer Alpha-Wölfin. Ja, wie ihr schon im Hintergrund eventuell erkennen könnt, befinden wir uns heute wieder in Auridon und wir werden, wie bereits angekündigt, die nächste Quest der Kriegergilde hier machen. Wenn ich hier hochgehe, rennt gleich wieder diese Bea oder wie sie Kameradin, heißt, auf mich zu. Auf ein ich wusste es. Eine Nachricht für euch, Kameradin. Okay, Bera Moorschmied, nicht Bea. Kameradin. Ich muss mit euch über eine dringende Angelegenheit sprechen. Was ist? Sieht alle Farben bittet darum, dass ihr euch schnellstmöglich zu ihr auf den Weg macht. Sie meinte, sie hoffe, einen Weg gefunden zu haben, eure Beute sinnvoll einzusetzen. Sie sagte auch, ihr würdet schon verstehen, was das bedeuten soll. Vielen Dank. Wo kann ich sie finden? Sie und Elif warten auf euch in der Halle in Marbruck. Euch einen guten Weg. Was erzählt man sich denn so in der Gilde? Nicht viel, was ihr nicht schon wisst. Jede Klinge wird gegen die Daedra gerichtet. Ich habe gehört, dass letzte Woche ein großer Trupp einen Anker irgendwo in Cyrodiil zerstört hat. Eine üble Sache, weil er mitten in einem Scharmützel zwischen dem Pakt und dem Dominion eingeschlagen ist. Ja, das hört sich nicht so gut an. Prismakern kommt mir sehr bekannt vor. Alle, die nicht mithalten können, ah ja, Mabruk hatte sie ja auch gesagt, genau. Dann meine ich zumindest, dass sie das erwähnt hatte. Dann werden wir mal eben schnell zum Wegschrein reiten. Naja, schnell ist relativ. Ich meine, ich habe zwar den Speedbuff noch hier drin und ich bin voll ausgelevelt mit Level 60, beziehungsweise halt 60 auf dem Reittier. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der mega langsam ist im Vergleich zu den anderen Tieren. Ich weiß nicht warum. So, Marbruk, das ist in Grünschatten und hier oben. Nein, ich möchte das vergrößern. So, da. Das hört sich jetzt gerade seltsam an. Ich glaube, das war ein Begleiter. So, in der Kriegergilde. Das ist die Magiergilde. Kriegergilde war, glaube ich, rechts herum. Genau. Dann reiten wir mal dahin. Unten hätte es jetzt was für mich zum Lesen gegeben. Hier oben. Doch, hier oben ist auch noch was für mich zum Lesen. Das nehmen wir natürlich direkt mit. Mit wem darf ich sprechen? Hinten rechts. Ach, da. Nein, nichts stehen. Wie ich sehe, hat der Bote euch gefunden, Kameradin. Seit unserem Abenteuer in Mesenelt haben wir viel entdeckt. Die Ereignisse der Vergangenheit verfolgen uns immer noch. Was meint ihr? Die Visionen, meine Freundin. Die Aileiden flohen vor den Schergen Molag Baals und versteckten die Überreste eines mächtigen Relikts. Merrick hat den Kristall und den Folianten zu einer uralten Schmiede gebracht. Dort hat er damit begonnen, die Waffe wiederherzustellen. Also werden wir zu ihm stoßen? Es ist Zeit, Kameradin. Zuerst müsst ihr zu den Ruinen von Abagarlas. Dorthin gingen die Aileiden. Haltet den Morto um Vivicus auf. Gemeinsam werden wir durch die Geschehnisse der Vergangenheit verstehen, was die Gegenwart bedroht. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Kameradin, an euch habe ich zuerst gedacht, als es darum ging, modrige Ruinen zu untersuchen. Das meine ich als Kompliment. Ja, ganz sicher. Könntet ihr mein Gedächtnis auffrischen? Ihr erwähntet einen Kristall? Natürlich. Ihr habt so vieles, worum ihr euch kümmern müsst. Als wir das letzte Mal sprachen, hatten wir gerade die Dwemer-Ruine namens Mesenelt erkundet. Wir fanden einen uralten Kristall und einen Folianten, die von aleidischen Soldaten auf der Flucht vor einer Horde Abscheulichkeiten zurückgelassen worden waren. Genau. Warum habt ihr die Ruine so eilig verlassen? Ich muss mich entschuldigen, Kameradin. Als ich die Ahnen vom Morto um Vivicus sprechen hörte, wusste ich, dass die Vergangenheit mehr Hinweise zur Lösung unseres aktuellen Problems bieten würde. Und ich wollte sofort mit meinen Nachforschungen beginnen. Könnt ihr mir noch mehr über die Schmiede erzählen, die ihr erwähnt habt? Wir nennen sie die Erdschmiede.
Merrick hat sie vor einigen Jahren gefunden, als er wegen eines Kontrakts unterwegs war. Die Reparaturkonstrukte vor Ort hatten sich schon lange abgeschaltet. Die Ruine birgt eine wirklich einzigartige Schmiede. Selbst die unedelsten Metalle singen in ihrer Umarmung. Ihr hattet Feinde erwähnt. Was meintet ihr damit? In Mesenelt sahen wir Visionen einstiger Soldaten. Überlebende eines strategischen Angriffs auf eine Stadt der Dunkelheit. Aber Garlas ist diese Stadt. Eine uralte Festung von Molag Bal. Ich erwarte, dass wir viel aus diesen alten Steinen erfahren werden. Tut mir leid, wenn das Lesen gerade etwas holprig ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe ein Härchen im Hals oder so. Und jedes Mal, wenn ich einen Schluck trinke, fange ich innerlich an zu würgen. Willkommen in den Ruinen von Abagarlas, Kameradin. Das uralte Heim eines widerwärtigen Kults von Nekromanten und Anbetern Molag Bals. Wie lautet der Plan? Wir sind hier, um die Vergangenheit mitzuerleben. In Mesenelt sahen wir einen Trupp Soldaten um ihr Leben flüchten. Hier in Abagarlas war dieselbe Gruppe ruhig und hatte die Lage im Griff. Gemeinsam können wir sehen, was sie sahen und herausfinden, was sie über den Mortuum Vivicus wussten. Wie können wir das tun? Nach Mesenelt habe ich einen Weg erforscht, um die Kontrolle über die Visionen zu erhalten, die wir sahen. Ostarand war der Soldat der Uralten, der die Pflicht hatte, die Prisma-Waffe in die Schlacht zu tragen. Durch seine Augen werdet ihr sehen. Und ich wiederum werde durch eure Augen sehen. Was hofft ihr hier zu erfahren, Farben? Die Uralten boten dem Vivicus die Stirn und haben es überlebt. Nun bereitet sich Molag Bal darauf vor, die Macht desselben Relikts erneut gegen Tamriel zu entfesseln. Ich habe die Hoffnung, dass der Mut jener, die schon lange tot sind, die Lebenden retten wird. Dann sollten wir besser loslegen. Haltet nur einen Moment still, Kameradin! Es liegt an euch, Ostarand. Ihr haltet die Prisma-Waffe und die Hoffnungen aller in Delodiil in euren Händen. Lanato und Kurano werden die Tür von dieser Seite halten. Vanasha und ich von der anderen Seite. Möge der Sonnenschein euren Schwertarm führen, meine Freundin. Jo. Ich habe zwar kein Schwert dabei, sondern meinen Stab, aber ist nicht so schlimm. Da fällt mir ein, ich könnte jetzt eigentlich mal meinen Begleiter rausholen. Hier kann ich euch wieder nur empfehlen, immer die Bücher zu lesen, beziehungsweise die Bücherregale zu lesen. Und natürlich auch alles einzusammeln, was ihr so finden könnt. Vorausgesetzt natürlich, dass ihr ESO Plus habt. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr sonst ein bisschen eng werden in eurem Inventar. Oder ihr müsst eine gut aufgeräumte Wand haben. Meine Sorge dafür, dass ich nicht gestört werde. Meine ganze Konzentration wird verlangt, um die letzte Phase des Mortuum Vivicus aufrechtzuerhalten. Ich habe keine Angst vor euch. Beim Streitkolben des Meisters! Euch zu unterschätzen, Merrin, war ihr letzter Fehler. Ihr könnt den Mortuum Vivicus nicht aufhalten. Oh nein! Bitte, Meister, verschont mich! Das war Prinz Malion, Spross des bösen Königs Anomaril. Er muss zurückgelassen worden sein, um den Vivicus zu verteidigen. Okay, irgendwie, glaube ich, hätten wir ihn jetzt auch ansehen können. Aber ehrlich gesagt, bisher habe ich mir das noch nie angesehen. Es klang jetzt aber so, als ob man sich das ansehen konnte. Die kommen eh nicht raus, oder? Nee. Licht. Das Nein, muss der Mord meine heilige Verantwortung. Euer Leben für den Meister. Mein Tod bedeutet nichts. Der Meister wird euch zerstören. Wartet, was? Nein, mein Herr, ich habe euch treu gedient.
Ja, ich würde sagen, die ist dann in der ewigen Flamme verbrutzelt. Haben wir da hinten noch irgendwas zu lesen, außer die... Außer die Dinger hier? Nee, eigentlich nicht. Wurm, ihr vollendet nichts. Ich bringe den Vivicus nach Kalthafen. Dieses Verhängnis wird wieder über Tamriel kommen. Kameradin, hier drüben. Das ist schrecklich, meine Freundin. Ostarand war kurz davor, den Vivicus zu zerstören und... nichts. Was meint ihr? Die Stromschnellen sind heftiger geworden und wir haben es nicht einmal bemerkt. Lasst mich erklären. Erinnert ihr euch an die Notizen, die ihr aus Doshias Versteck mitgenommen habt? Die, die von dem Vivicus sprachen? Ja, warum? Ich hatte angenommen, dieses Relikt, das sie erwähnte, wäre nur eine Legende. Selbst als ich die Worte von Ostarand Endare und ihren Gefährten hörte, dachte ich, es wäre nur eine Bedrohung aus grauer Vorzeit. Aber, Kameradin, wir haben es gerade gesehen. Der Vivicus wurde nie vernichtet. Was soll das heißen? Ihr habt Merrick vor einem Plan des Wurmkults zum Ernten von Seelen gerettet. Erinnert ihr euch? Diese Seelen sind die Nahrung des Vivicus. Des intakten Mortuum Vivicus. Den Molag Bal die ganze Zeit über sicher in Kalthafen verborgen hat. Was tun wir? Ihr müsst zur Schmiede gehen. Helft Merrick Atasvala dabei, der Prisma-Waffe wieder ihr volles Potenzial zu verleihen. Ich werde tun, was ich kann, um herauszufinden, wo er den Vivicus versteckt hat. Kameradin, ich vertraue auf euch. Ihr müsst es den anderen sagen und sie warnen. Kann ich auf euch zählen? Ihr könnt auf mich zählen, Gildenmeisterin. Ich würde niemand anderen mit dieser Aufgabe betrauen, Kameradin. Ihr geht mit dem Gewicht der Gilde auf euren Schultern. Diese Lichtkugel war der Mortuum Vivicus? Genau, meine Freundin. Ich glaube, es ist eine Art Relikt. Ein mächtiger Zauber, der die Seelen Abertausender von Toten speichern und nutzbar machen kann. Wenn er entfesselt worden wäre, wenn er entfesselt wird, wird die Welt, wie wir sie kennen, enden. Wessen Erinnerungen habe ich miterlebt? Ihr sah durch die Augen von Ostarand. Einer jener tapferen Uralten, die in Mesenelt kämpften und starben, um unsere Zukunft zu beschützen. Nach dem, was wir sahen, war er es, der Königin Palolel erschlug und so den Einsatz des Mortuum Vivicus verhinderte. Ja, und nun? Farbe? Basti, steh doch nicht immer im Weg. Wie war euer Forschungsausflug mit der Gildenmeisterin, Kameradin? Ereignisreich, Merrick. Ich habe euch viel zu erzählen. Wirklich? Was ist geschehen? Waren die Ruinen von Untoten verseucht? Stendars Zorn hätte euch gute Dienste geleistet. Farben und ich haben in die Vergangenheit geblickt. Wir sahen einen Aleiden, wie er versuchte, den Mortuum Vivicus zu zerstören. Kameradin, habt ihr gerade versuchte gesagt? Ist der Vivicus nicht eine längst vernichtete Legende? Molag Bal hat den Vivicus nach Kalthafen geholt, bevor er vernichtet werden konnte. Dann wollte Doshia meine Seele für diese Abscheulichkeiten ernten, als sie mich gefangen nahm? Bei allen Acht. Wir sollten aufbrechen. Elif wird hier auf uns warten und nach unfreundlichen Gesichtern Ausschau halten. Kommt und folgt mir und versucht mit mir mitzuhalten. Das sagt derjenige, der ständig hinter mir läuft. Merrick, kommst du? Eieiei. Ich half vor Jahren, diesen Ort zu finden, Stendars Wille. Kameradin, diese Neuigkeiten sind beunruhigend. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Hier ist leer. Ich bin froh, dass ihr mit uns hier seid. Ich habe Vorbereitungen für diesen Prismakristall getroffen, um die Waffe aus der Zeit der Vorfahren neu zu schmieden. Ein kleiner In Wahrheit dachte ich, dass diese Waffe nur ein mächtiges Symbol wäre.
Wie es scheint, brauchen wir dieses wichtige Relikt dringend. Ein kleiner Tipp übrigens, ihr solltet nicht schneller als diese Geschwindigkeit laufen, also nicht sprinten oder so, weil dann verliert ihr ihn irgendwann und dann ist das Problem, dass er einfach nur noch drum rumsteht und wartet, bis ihr wieder zurückkommt. Das hatte ich nämlich auch schon. Willkommen in der Erdschmiede. Was für ein Anblick, nicht wahr? Kameraden, wir müssen diese alte Waffe neu schmieden. Macht euch auf neue Intrigen des Fürsten der Lügen bereit. Ich spüre, wie die Kraft Stendars durch meine Arme fließt. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Was machen wir jetzt? Ich arbeite am Amboss, um den Kern zu formen. Ihr werdet das Feuer auf der richtigen Temperatur halten. Viele, viele Male muss das Feuer angefacht werden, um eine stetige Flamme und einen ruhigen Fluss aufrechtzuerhalten. Wie halte ich das Feuer am Brennen? Verwendet diesen Blasebalg hier, um das Feuer sachte anzufachen. Verwendet das Ventil auf der anderen Seite, um es stärker anzufachen. Und für eine wirklich furchteinflößende Feuersbrunst müsst ihr Feuersalze auf die Kohlen geben. Der Schalter direkt neben dem Ventil lässt Druck aus der Esse. Aber macht euch keine Sorgen, ich bin sicher, ihr kommt schon zurecht. Seid ihr bereit anzufangen? Ich bin bereit. Diese Ausrüstung ist sehr alt und sehr zerbrechlich. So Stendar will, muss uns schon der erste Versuch gelingen. Hier sind die Feuersalze. Lasst uns anfangen. Entfacht erstmal ein kleines Feuer. Ich sage euch, wenn ihr es richtig macht. Kleines Feuer immer beim Blasebalg. Lasst das Feuer jetzt frei. Gebt alles, was ihr habt. Alles, was wir haben, sind die Kohlen. Ha! Fühlt diese Hitze. Nur einen Moment und ich werde den Kern vorbereiten. Was sagen, meditiert er jetzt mit dem Kern? Merrick, nicht einschlafen. Jetzt brauche ich ein großes Feuer, Kameradin. Verdoppelt die Hitze des Letzten. Ja, verdoppeln heißt für mich jetzt nicht, dass ich alles geben soll. Deswegen mache ich jetzt erstmal das Ventil. Noch nicht ganz, Kameradin. Wir müssen noch viel schaffen. Kriege ich noch eine Anweisung oder? Ich mache nochmal das. Gebt uns noch mehr, aber nicht zu viel. Wir haben es doch nicht ganz. Vorsichtig, das Feuer ist sehr nah. Das ist das Feuer, das ich wollte. Bleibt zurück! Ich werde den Kern vorbereiten. Wieso sagt er das dann nicht gleich? Jetzt brauchen wir ein noch heißeres Feuer. Das größte bisher. Zweimal so groß wie das letzte. Gebt ihm die Sporen. Gebt alles, was ihr habt. Also nochmal Kohlen. Mehr Hitze! Macht es heißer! Nein! Bastian, geh weg! Ich kann nur noch das Ventil benutzen. Die Flammen sterben! Füttert sie so gut ihr könnt! Gebt uns noch mehr, aber nicht zu viel. Wir haben es noch nicht ganz. Vorsichtig, das Feuer ist sehr nah. Bei Stendars Wut, dieses Feuer ist heiß. Nur einen Moment, Kameradin, ich werde den Kern vorbereiten. Natürlich. Wir haben es geschafft. Sehr gute Arbeit, Kameradin. Okay. Ausgezeichnete Arbeit, oh Kameradin. Es gibt nichts, was wir nicht zusammen erreichen können. Ist es geschafft? Haben wir den Kern geschmiedet? Wir sind auf einem guten Weg, ich spüre es. Wir werden noch etwas daran werkeln müssen, um zu sehen, was...
Bei Stendas Gnade, was war das für ein Laut? Narren, dachtet ihr wirklich, ihr könntet das Schmuckstück vor dem Gott der Intrigen verstecken? Das Volk von Abagablas dient mir selbst im Tod. Meine Ergebenen, tötet sie. Tötet sie und bringt mir den Kristall. Diese Blasphemie darf nicht neu geschmiedet werden. Bringt diesen Kristall nach Kaltafen. Für den Herrn der Gewalt. Denkt an diesen Tag immer gewesen. Meine Anhänger dienen mir selbst im Tod. Stenda, beschütze uns. Die Erdschmiede. Von Untoten überrannt. Merrick, er weiß, dass wir den Kristall haben. Das war Molag Bal höchst selbst. Habt ihr seine Stimme gehört? Da gefror mir ja das Blut in den Adern. Dass eine derart üble Kreatur hier mitten unter uns sein kann. Merrick, was glaubt ihr, wie sie uns gefunden haben? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann er irgendwie den Kern selbst spüren. Wenn der Fürst der Lügen vorhat, den Vivicus erneut zum Einsatz zu bringen, dann ist die Prisma-Waffe eine Gefahr für seine Pläne. Bedeutet das, dass die Schmiede in Gefahr ist? Ja, richtig. Ich werde mit dem Generalstab sprechen und einige Wachen postieren. Wenn jederzeit Untote aus dem Berg emporquellen können, dann vermag wohl niemand zu sagen, was hier als nächstes geschieht. Lasst uns diesen Ort verlassen. Ja, wir sollten verschwinden. Wir müssen Sid alle Farben finden und ihr erzählen, was hier geschehen ist. Geht voran, Kameradin. Aber natürlich. Moment, hier können wir noch was aus dem Rucksack nehmen, was uns aber nicht besonders interessiert. Aber egal. So, irgendwo mittendrin steht gleich jemand. Wenn wir denn erstmal so weit kommen. Sieht so übrigens so ein bisschen wie ein Wohlenfell aus, wenn man hier so durchläuft. Da. Hallo? Och, der ist immer noch nicht da. Bei Stenda! Geht es euch gut, Elif? Was ist da drin geschehen? Wie haben diese Würmer die Schmiede gefunden? Wir waren fast fertig, als sie kamen. Sie waren hinter dem Kristall und dem Folianten her. Wie konnten sie es wissen? Wie konnten sie von diesem Ort wissen? Elif weiß es nicht. Merrick, diese ganze Sache ist Wahnsinn. Sie lässt uns Dedra jagen und jetzt kommen sie zu unserer Haustür. Elif, hinter euch! Elif, Merrick... Ich ruhe nicht in Frieden. Dunkle Monde, Gildenmeister Eisklinge, was ist los? Ich wurde ermordet, Kameraden. Sucht meinen Mörder. Lasst mich Frieden finden. Jofnir, wartet. Wer hat euch getötet? Interessant. Jofnir ermordet? Die ganze Gilde wird davon erfahren. Und Elif ist misstrauisch. Nicht nur sie. Das ist... Unglaublich! Bei Stendars Horn, wir dachten alle, dass der Gildenmeister im Schlaf gestorben sei. Lasst uns Sid alle Farben Bericht erstatten. Es tut mir leid, Kameradin. Ich kannte Jofnir sehr lange. Ihr habt recht. Wir müssen Meldung machen. So vieles ist geschehen. Geht voran, mein Freund. Ich glaube, ich lasse dieses Mal Elif vorangehen. Kommt! Nein, ich möchte die Kassette nicht stehlen. Da. Wart ihr erfolgreich? Habt ihr die Waffe geschmiedet? Wir benötigen sie jetzt dringender als je zuvor, meine Freundin. Ihr habt es ja gesehen. Wir begannen mit dem Schmieden der Waffe, aber viel ist geschehen. Was ist geschehen, Kameradin? Euer Gesichtsausdruck gefällt mir gar nicht. Genauso wenig wie der finstere Ausdruck in Merricks Gesicht. Die Erdschmiede wurde von den Toten aus Abagalas angegriffen. Molag Bal hat uns während des Angriffs verspottet. Sk! Der
Der Gott der Intrigen selbst ist auf unsere Mission aufmerksam geworden. Wir sind nun alle in trüben Gewässern, Kameradin. Und die Strömung wird rasch stärker. Da ist noch mehr. Nach dem Angriff ist Jofnir uns erschienen und hat uns gesagt, dass er ermordet wurde. Was? Jofnir? Ermordet? Das sind finstere Nachrichten, Kameradin. Der Rat muss auf der Stelle davon erfahren. Es wird eine Untersuchung geben müssen. Vielen Dank, dass ihr uns an diesem dunkelsten aller Tage beisteht. Kein Problem. Was nun, Gildenmeisterin? Merrick, Elif und ich werden uns mit dem Generalstab beraten. Wir wollen uns über den Angriff und diese Enthüllung über Gildenmeister Eisklinge austauschen. Wir melden uns wieder bei euch, sobald es mehr zu besprechen gibt. Bis dahin, Kameradin. Ja, und wir haben eine wahrlich prächtige Glyphe der Ausdauer erhalten und ein Band des Meisterschmiedes, also einen Ausdauerring. Und das war dann auch das Letzte, was wir hier gemacht haben. Ja, viel bleibt eigentlich nie mehr zu sagen. Ich versuche das gerade so einzustellen, dass die Gildenmeisterin nicht immer dazwischen ist im Bild. Ich weiß gerade nicht, ob wir in der nächsten Folge eventuell mit der Kriegergilde weitermachen können oder ob wir noch nicht so weit sind. Wenn wir noch nicht so weit sind, dann werden wir auf jeden Fall in Auridon weiterquesten. Ansonsten werden wir uns natürlich dem nächsten Kapitel der Kriegergilde widmen. Ich kann schon mal so viel sagen, es ist nicht mehr so viel, bis die Lösung offenbart wird. Aber ich werde euch nicht alles verraten. Deswegen sage ich mal, bis zum nächsten Video. Ciao!